Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Whip-In, dem Wrestlinginfos.de Podcast. Ich bin der Zack-Attack, der Julian, und wir haben uns heute mal wieder in gemütlicher Runde zusammengefunden, um ein wenig über den anstehenden WWE Pay-Per-View Night of Champions zu labern. Ja, einige interessante Matches auf der Card, viel ja, Durchschnitts- und Magerkost, wenn man so möchte. Wir versuchen trotzdem mal das Beste rauszuholen. Ja, und zwar mit dem JME, dem Jens. Hallo. Dem KM, dem Kim Marvin. Hallo. Und dem Travis, dem Konstantin. Hallo. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal am besten direkt mit der Pre-Show an. Da haben wir nämlich ein Tag Team Turmoil Match um die Number One Contendership für die WWE Tag Team Championships. 3MB, Heath Slater und Jinder Mahal. Wo ist denn eigentlich der McIntyre abgeblieben? Gegen Tons of Funk, Brodus Clay und Tensai, gegen die Usos, Jimmy und Jay Uso, gegen die Real Americans, Cesaro und Swagger und die Primetime Players, Darren Young und Titus O'Neil. Ja, da stelle ich doch am besten mal die Frage, was versteht WWE unter einem Tag Team Turmoil Match? Ein Gauntlet Match oder alle zusammen im ein Five-Way oder? Gab es doch schon mal vor ja, zwei Jahren. Damals haben das, glaube ich, Cody Rhodes und Drew McIntyre gewonnen. Und, ja, das war 2010. Ja, genau. Also da zwei Teams fangen an. Der Gewinner bekommt das nächste Team vorgesetzt und so geht es dann durch, bis alle Teams, die im Match vertreten sind, durch sind und am Ende, was noch im Ring steht und siegreich ist, ist dann Number One Contender. Also ein Gauntlet-Match. Genau. Ja, ein Gauntlet-Match, sollte ich es auch sagen. Ja, wobei bei TNA ist ja ein Gauntlet-Match in der Battle Royale. Ja, wo die, aber keine normale, sondern die letzten beiden, die treten dann in einem Singles-Match gegeneinander an. Das war aber hier bei Dings nicht so, oder? Bei Run for Glory Series-Match? Eigentlich ja. Nee, da weiß ich nicht, aber sonst ist das bei TNA so Battle Royale. Und die letzten beiden Verbliebenen, die machen es dann mit Pin-Submission unter sich aus. Nein, ist auch egal. Die machen aber die Regeln immer in dem Augenblick anders, wie es gerade gebraucht wird. So. Entschuldigung. Ja. Ja, was sagt ihr denn zu diesem sehr interessanten Match, was es leider nur in die Pre-Show geschafft hat, weil dürfte wahrscheinlich interessanter werden als so manches Match auf der Main-Card? Könnte ja fast annehmen, dass, also wenn man diese Paarung so sieht, dass die WWE eine funktionierende Tag-Team-Division hat. Aber man könnte es annehmen, das ist schon gut formuliert. Also man hat ja die Tag-Teams schon zigtausend Mal in sämtlichen Konstellationen gegeneinander antreten lassen. Jetzt ist es halt alles in einem Match. Also so viel Neues ist es ja nun nicht. Und also es kommt halt drauf an, welche Teams da miteinander im Ring sein dürfen. Wenn da jetzt die ganze Zeit von Sofang dominieren und am Ende letztendlich doch verlieren, wird das sicherlich nicht so interessant. Aber grundsätzlich finde ich die Ansetzung, also die Match-Art, dieses Turmoil, Gauntlet, sonst was Match eigentlich ganz cool. Zum einen mal so eine fiktive Frage, so vom Gefühl her. Welche von diesen Teams haben denn zuletzt überhaupt Matches gewonnen? Eigentlich nur die Faces, oder? Also noch nicht mal, eigentlich nur die Usos und Primetime Players. Die Real Americans haben ein Match gewonnen, was ich jetzt in Erinnerung habe, bei SmackDown gegen die Usos, genau. Letzte Woche, her? Ne? Letzte Woche doch erst. Das war aber der erste Sieg nach gefühlten drei Monaten. Das war sicherlich dann auch, falls sie dieses Match tatsächlich schon in Planung gehabt haben sollten, sicherlich auch im Hinblick auf dieses Match, dass sie zumindest ein bisschen Standing haben. Ich muss also an diesem Pre-Show-Match macht sich für mich recht deutlich, was zurzeit so ein bisschen mein Empfinden bei WWE ist. Und das ist zum einen, dass mich abseits vom Main-Event die Storylines so gar nicht interessieren. Die Storylines und wie es zusammenkommt, ist mir so vollkommen egal, genau wie es mir jetzt hier vollkommen egal ist, wer jetzt hier gewinnt. Weil welche Storylines? Ja, oder also die Verstrickung, ja, RVD gegen Rob Van Dam und Total Divas und so weiter. Das interessiert mich, um ehrlich zu sein, alles im feuchten Kehricht. Auch wer hier gewinnt, auch Shield gegen den Gewinner dann. Aber ich glaube, mittlerweile ist es so tatsächlich, dass man sich darauf freuen kann, dass es ordentliche Matches werden. Was ja vor ein paar Monaten oder Jahren noch andersrum war, dann konnte man sich tatsächlich nur auf die Storylines fixieren und die Matches
waren meistens grottig, aber ich glaube, dass das eigentlich ein perfektes Pre-Show-Match ist. Vor allen Dingen, weil es wohl auch länger als 2-3 Minuten dauern wird. Boah, ne, darauf würde ich jetzt nicht wetten. Ich hoffe es einfach. Ja komm, selbst wenn du jetzt jedes Match eine Minute rechnest, hast du immerhin 4 Minuten. Ja, okay. Naja, nö. Es geht los mit 3MB gegen Tons of Funk und Tons of Funk gewinnt nach 10 Sekunden. Okay, ja, aber dann wird es schon ein bisschen länger dauern. Wir müssen ja auch erstmal reinlaufen, alle. Das dauert ja auch. Gibt doch erstmal eine Dance-Off. Also ich denke, es wird auf jeden Fall ordentlich Action geben und ich kann mir vorstellen, dass dann auch der Sieger, wo ich jetzt einfach mal die Primetime-Players sage. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Weil die Usos haben jetzt zwar bei SmackDown nochmal gegen The Shield da in einem Six-Man-Tag angetreten, aber haben natürlich wieder verloren. Da macht es ja keinen Sinn, die jetzt beim Pay-Per-View wieder gegen The Shield antreten zu lassen. Die hatten ja, glaube ich, auch das Titelmatch schon. Also ja, das wäre ja eigentlich noch... Die hatten ihre Zeit gegen Shield jetzt ja auch schon. Die haben ja sogar mit Christian so ein Six-Man-Tag-Team-Match gewonnen. Aus meiner Sicht vielleicht war das jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber auf jeden Fall hatten sie, wurden sie ja kurze Zeit sehr dominant dargestellt, zumindest gegen The Shield, haben aber trotzdem verloren. Und ich denke, aber denen Siegern hier wird es nicht anders gehen. Es wäre ja eigentlich sogar noch die sinnvollste Konstellation, weil alle anderen haben mit The Shield wirklich einen feuchten Furz am Hut. Ja. Und die Usos haben zumindest ein bisschen Vergangenheit. Man hätte sicherlich auch wesentlich mehr mit dieser Ansetzung, also diesem Tag-Team-Konflikt zwischen den Usos und Shield anfangen können, aber man hat halt wieder das obligatorische, ja, die sind halt da und die haben halt die Storylines, also treten sie halt mal gegen die Usos angelassen. Für die Storylines hat man keine Zeit, man muss gefühlt 10-mal zeigen, wie Daniel Bryan. Ja, oder man muss einen Dance-Off zwischen Fandango und Miss und... Misco Inferno, bitteschön. Misco Inferno. Ja, ich habe den Taping-Bericht heute auch gelesen. Dass ich habe ihn geschrieben. Ich möchte einfach keine Ratings haben. Also, das ist ja echt... Naja, egal. Vor allen Dingen der Satz hinterher, als alle zusammen mit Khalid oder nach Khalid tanzt, nur Fandango nicht. Der hat sich beschwert und wurde deshalb aus dem Ring geprügelt. Juhu. Dass man Khalid auch schon wieder rumlaufen lässt. Also, wer sich diesen was anderes als tanzen kann er ja nicht. Der kann darüber auch gar nicht nachdenken. Ich gucke auch schon gar keinen Smackdown mehr, weil das... Ja, aber komm, Miss mit dem Afro als Misco Inferno, das muss ich mir angucken. Nein, auf gar keinen Fall. Und er hat den Dance-Off gewonnen, weil er die besten Pops gekriegt hat. Das ist ja Wahnsinn. Der war aber jetzt richtig gut. Gegen Kali, Atrus und Fandango. Okay. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, Fandango ist in Kanada war ziemlich ober, zumindest am Montag bei Raw. Wahrscheinlich hat er die besten Pops von der SmackDown-Crowd, also der Nicht-Existenten bekommt. So diese schlechten eingespielt mit diesem ekelhaften, hohen Kreischen, was ich nicht mehr hören kann. Ja. Worauf ich eigentlich am Anfang mal hinaus wollte, ich glaube, die Sieger könnten auch direkt im Opener dann gegen The Shield antreten, weil ein anderes Match für den Opener finde ich fast schon irgendwie... Na, außer es kommt nur doch zum United States. Ja, oder dem World Heavyweight Championship Match, das könnte man auch in den Opener bringen von der Bedeutung her, aber da kommen wir später noch drauf. Also, alle bei den Primetime Players oder hat irgendjemand einen anderen Tipp? Also Primetime Players sage ich auch. Also ich würde theoretisch sagen, nicht die Primetime-Players. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht kommt, weil man eigentlich mit denen was vorhat und ich glaube nicht, dass wenn man die jetzt gegen die Shield antreten lässt, jetzt schon, dass sie den Titel gewinnen würden und von daher würde man sie ja quasi verheizen. Das würde gegen sie sprechen. Aber ja, anhand der Auswahl... Es ist ja nicht gesagt, dass sie direkt gegen verlieren. Das könnte ja, also man könnte jetzt ja mal so fiktiv gesprochen, man könnte jetzt ja den Beginn von einem Programm da ansetzen mit einem Disqualifikationsende oder sowas ähnlich mal. Das muss ja nicht direkt heißen, dass die da jetzt sofort zack clean verlieren oder dass sie direkt die Titel gewinnen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber theoretisch jetzt nur für den Pay-Per-View ist es, glaube ich, auch sowieso erstmal egal, wer das gewinnt. Ich glaube, Möglichkeiten. Keine Siegchancen im Titel mit raus. Möglichkeiten wären auch, dass Cesaro und Zwecker gewinnen, sich die Titel holen und dann am Tag darauf gegen hier die Matadors-Fäden. Los Matadores. Also ach, Möglichkeiten. Ich glaube, für Primetime-Players hat man jetzt auch gar nicht so große Pläne. Das war jetzt durch das Outing von Young, hat man halt ein bisschen mal gepusht, dass er ein bisschen Mittelpunkt kommt. Ja. Aber so richtig ausgezahlt hat sich es auch nicht. Und wenn man sich überhaupt das mal anguckt, jetzt mal abgesehen davon, dass Cesaro und Swagger eigentlich deutlich weiter oben stehen müssten, eigentlich sind alle Teams ja bis auf 3MB jetzt auf einer Stufe. Die geben sich alle nichts. Da kannst du jeden da reinstecken, jeder wird verlieren und.
Also, okay, gefühlt haben die Tons of Funk 80 Mal gegen die Wild Family verloren. Also eigentlich sind die mittlerweile ganz unten. Und meistens auch in 2 Minuten oder sowas. Immer bei SmackDown, immer wieder auf Team Up bekommen. Ja, aber SmackDown interessiert doch keinen. Wir reden ja nur noch von Raw mittlerweile. Als Relevanz. Ja, nee, SmackDown ist tatsächlich so, ich glaube, gute Matches gibt es da zu sehen, aber die Show ist eigentlich vollkommen unbedeutend. Also, so gesehen haben sich ja tatsächlich alle Teams schon mal irgendwie besiegt. Das ist ja halt wirklich tatsächlich bis auf die Wild Family, die man jetzt außen vor gelassen hat, wo ja Luke Harper und Eric Rowan tatsächlich sowas im Grunde hat man ja eigentlich alles drin. Also hat man schon dort gegeneinander gehetzt, die haben sich halt auch schon gegenseitig besiegt, verloren, wie auch immer. Im Grunde sind das alles Chopper mittlerweile. Ja. Also ich denke mal, ja, entweder jetzt die Los Matadores werden wahrscheinlich gegen die Real Americans fäden, aber könnte man auch fast schon so bucken, wenn man die extra jetzt so stark bewirbt, dass die dann als Gegner gegen The Shield bald antreten und dann das Opfer spielen und danach wieder abfallen, aber muss man mal abwarten. Das ist halt die Frage, also wenn man was plant zwischen den Real Americans und den Los Matadores. Es wird ja passen. Ja, dann würde ich darüber sagen, dass das dann um den Titel geht, weil die Shield ja schon im Main-Programm mit dabei sind. Also, dass man dann 2 Take-Team-Fäden hat oder so, das ist schon ein bisschen... Da könnten aber auch die Matadores ja den Take-Team-Titel holen und dann irgendwann gegen die Real Americans antreten. Ja, natürlich. Sagen wir es mal so, ich glaube, in diesen ganzen Konstellationen ist alles drin und letztendlich ist es traurig zu sehen, dass es eigentlich niemanden juckt, wer da jetzt wie irgendwie eine Rolle spielt. Ja, man muss das Positive sehen. Also, und ich meine, das ist ja jetzt, keine Ahnung, das ist ja jetzt bei vielen Indie-Shows und so auch so. Ich meine, du musst dich darauf freuen, dass die Matches gut werden. Und der Rest, das ist halt. Und ich glaube, die Shield, also auch das Match gegen die Usos damals in der Pre-Show, das war eines der besten Matches des gesamten Abends. Das Payback, Money in the Bank. Money in the Bank. Und darauf muss man sich einfach freuen. Wer hier gewinnt, ist doch eigentlich auch vollkommen unbedeutend. Aber wer diese Titel hält, ach Gott. Dem juckt's. Na gut, dann gehen wir doch mal direkt weiter. Wir haben es ja schon angerissen, das Tag-Team-Title-Match, The Shield gegen die Gewinner des Pre-Show-Matches. Haben jetzt schon festgestellt, eigentlich ist es völlig Schnuppe. The Shield dürften die Titel zu einem relativ hohen Prozentsatz wahrscheinlich verteidigen. Ja, das Problem ist einfach, du hast zwar mittlerweile wieder ein paar Tag-Teams, also es war ja mittlerweile, zwischenzeitlich hat man es ja so, dass man nicht mal 3 oder 4 Tag-Teams hatte. Das ist ja jetzt besser, nur das Problem ist, dass alle sich für The Shield oder so hinlegen mussten und deswegen du eigentlich kein Tag-Team so wirklich ernst nehmen kannst und das ist halt das Problem momentan. Und selbst wenn sie sich nicht für Shield hingelegt hätten, du hast ja immer noch Big Show. Aber, ja... Da hoffe ich auch wirklich auf vielleicht mal mehr als diese 5 bis 7 Minuten. Wir haben halt 6 Matches auf der Karte eigentlich nur. Ne? Mich stört ein bisschen, dass im Moment noch Bray Wyatt und Fandango und Miz, also ich glaube, da klatscht man noch irgendwas hin. Ja, wahrscheinlich, aber sonst würde ich mal sagen, dass sie wenigstens mal 10 Minuten bekommen. Ja, es wäre wünschenswert, weil ich glaube, jetzt mal abgesehen von Tons of Funk, würde sich dann immer irgendwas Gutes entwickeln. Na gut, okay, Primeline Players. Mal gucken. Aber ich glaube, FreeMV und die natürlich nicht gewinnen werden, aber theoretisch die Usos können, und Real Americans, das, also vor allen Dingen Usos und Real Americans, das könnten richtig nette Matches werden, aber mal gucken. Vor allen Dingen Rollins und Cesaro zusammen im Ring zu sehen, nochmal in einem wirklich nicht zu deutlichen Match, was kein Squash ist. Aber da fehlt mir jegliches Verständnis, weil du hast Cesaro da über Monate verbuckt, dann hat er dieses Match gegen Brian da, was wirklich alle von den Socken haut, alle denken, du denkst, jetzt geht's endlich mit Cesaro mal wieder ein bisschen aufwärts, er hat Standing Ovations gekriegt und was ist, er verliert jedes Match danach, jedes verfickte Match. Ja, ich könnte mir aber auch denken, dass sie ihn dazu verwenden, dass er seine Gegner halt gut aussehen lässt, der ist nicht der Kleinste, der ist irgendwie so imposant von seiner Statur her. Und man hat ja als Daniel Bryan gerade seinen United States Championship Reign hinter sich hatte, hat man ihn ja auch regelmäßig bei House-Shows gegen Emporkömmlinge, die im Ring mäßig talentiert waren, antreten lassen, weil man der Meinung war, dass der halt die Leute gut aussehen lassen kann. So, da hat man halt dann kurz mal sich nicht dafür interessiert, dass das dem seinen Standing vielleicht ungemein schadet, sondern hatte dann erstmal andere Menschen im Kopf. Das Ding ist halt nur, für wen er sich jetzt gerade hinlegen muss. Also
Das ist dann vielleicht. Ja, und Und so Tino Marella, muss das sein, so direkt, auch wenn es sein Comeback-Match ist? Oder gegen wen muss der, wenn ich jetzt schon wieder verloren bin? Ich weiß es nicht oft genug. Das einzige Match, was er in letzter Zeit gewonnen hat, war gegen Dolph Ziggler. Das sagt ja schon alles über Ziggler Standing im Moment. Allerdings bei Superstars. Also. Ja, aber. Mensch. Es ist doch aber auch so, und das versteht WWE einfach nicht. Du kannst niemanden mit einem Sieg gegen jemanden gut aussehen lassen, der vorher nur verloren hat. Es ist einfach so. Wenn jemand vorher seine 10 Matches verloren hat, dann bringt ein Sieg über den nichts wirklich mehr. Ich glaube, WWE konzentriert sich tatsächlich sehr auf den Main Event und ein bisschen auf die Uppercard und der Rest wird nebenbei erledigt. Das Problem ist einfach, man könnte das ja relativ einfach aufziehen. Also bei WWE ist es im Moment so, entweder du bist ein Heel, der gerade stark gepusht wird, dann gewinnst du. Ansonsten verlierst du als Heel gegen alle Babyfaces. Und genau das ist das Problem. Und da stellt sich jetzt auch gar nicht die Frage, was da so die Weiterentwicklung ist. Also wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt will, dass Cesaro irgendjemanden rüberbringt, dann muss er mal ein Match gewinnen, sondern die gehen einfach davon aus, diese Woche, was steht an? SmackDown, okay, machen wir heute mal Miss gegen Cesaro, Miss ist der Face, Miss gewinnt, aus. Cesaro wird nicht gepusht und damit gewinnt er auch kein Match. Man könnte das aber relativ einfach aufbauen, bei so vielen Shows, die man hat, ja mein Gott, dann muss man halt dann mal die Kommentatoren erwähnen lassen, dass Cesaro erst plötzlich gegen Ziggler bei Superstars gewählt hat, auch wenn es keiner gesehen hat, aber das Match kann ja jeder nachgucken, dass dieses Match existiert hat, also ich glaube, das liegt auch ein bisschen am ganzen Drumherum. Also wenn man die Leute anweisen und darauf hinzuweisen, dass Ziggler gegen den oder Cesaro gegen den und den gewonnen hat, vor gar nicht allzu langer Zeit, dann würde das auch funktionieren. Aber das wird halt einfach so in einem Abwasch so nebenbei erledigt, um die Shows voll zu bekommen. Und mittlerweile kann man eigentlich SmackDown tatsächlich, also man hat einfach viel zu viel TV-Zeit, die man mit viel zu wenig wirklich tieferen Inhalt füllt. Und keine Ahnung, wahrscheinlich auch kein Interesse daran hat, warum auch immer. Ist halt Filmmaterial zwischen den Hauptangelpunkten der Show, der Fäden, wie auch immer. Also man hätte ja locker Zeit, bei zumindest bei Raw und bei SmackDown und bei, also man könnte es ja so aufbauen, bei Raw und bei SmackDown baut man die Storylines auf, und zwar die Storylines, die für einen ganzen Pay-Per-View reichen, also man hätte ja locker Zeit für eben 6 oder 7 Fäden, und bei Main Event und Superstars lässt man so ein bisschen die Mid-Kader immer untereinander sich Siege holen. Das wäre alles gar kein Problem, also so könnte man das tatsächlich ja auch gut gucken, aber so weit denkt WWE nicht und vermutlich ist es ihnen einfach egal und es läuft ja auch so irgendwie und das lasst die Leute im Internet reden. So, ja, gut. Wobei ich bei Cesaro vielleicht denke, dass, also wenn die WWE nicht doch noch was mit ihm vorhaben könnte, dass es noch kommen könnte, weil bei WWE ist es ja meistens zumindest so, dass ein Push auch gleichbedeutend mit einem Titel ist. Momentan hast du aber jeden Titel in der WWE an einen Heel gegeben. Und deswegen könnte er ja keinen Titel holen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn ein Fashion-Titel hat, zum Beispiel Kofi Kingston, der macht sich ja wieder den Intercontinental-Titel. Böser KM. Ruhig. Aber man ja, aber da könnte... Man muss doch aber sagen. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass Cesaro dann den Platz da theoretisch hätte. Kommt halt darauf an, ob man dann wirklich noch sich daran erinnert, dass Cesaro wirklich gut ist und wirklich der Company helfen könnte. Welcher Titel ist denn aber zumindest wirklich noch mit dem Push verbunden? Der WWE-Titel? Okay, ohne Frage. Divas-Titel für die Divas-Division auch ohne Frage. Also jetzt mal einen ganz eigenen kleinen Mikrokosmos. Auch, weil du auch nur mit Titel praktisch eigentlich in den Shows bist. Ja, genau. World Heavyweight Championship, ne, gerade so. Da hast aber du den restlichen Titel ist doch kein Push mehr. Ja, eben, der restliche Titel ist doch kein Push mehr. Du kannst trotzdem jedes Match verlieren, auch wenn du Axel, wann hat denn der das letzte Mal seinen Titel verteidigt? Wann hat er das letzte Mal ein Match gewonnen? Ja. Ja, Dean Ambrose und Shield schleppen die Titel auch nur sinnlos mit rum, auch wenn die ab und zu verteidigt werden, aber dass du sagen könntest, sie sind jetzt ein Fixpunkt, also dass sie mal eine Promo halten dürfen oder irgendwas. Nein, sie sind mit dabei. Also ich glaube, da muss man wieder im Konjunktiv sprechen. Die Titel sollen theoretisch etwas sein, was dich auszeichnet und dich in den Shows hält. So, wenn man als Producer oder keine Ahnung, als man im Creative Team nicht weiß, wie man denjenigen präsentieren soll, dann kann man immer noch erwähnen, ach, der ist ja US Champion, der hat ja die Intercontinental Championship mal 2 oder 3 Mal gewonnen. So macht man das ja auch bei Drew McIntyre, um den noch irgendwie als tatsächlichen Wrestler und nicht mehr einfach nur
Jobber zu präsentieren. Man sagt, ja, der hat ja auch, ne, zweimal vor 1000 Jahren hat er mal den Intercontinental Championship gehalten. Jack Swagger, former World Champion. Ja, und Jack Swagger, ja, also hier, former World Heavyweight Champion, jetzt am Jobben. Aber ist, also man denkt zumindest, auch wenn es vielleicht nicht so ist, dass diese Titel immer noch den Wert haben und man die Worker dadurch immer noch auszeichnet. Und dass es halt eine Eigenschaft ist, die denjenigen wertvoll macht. Und wenn die anderen sie dann besiegen, was ja eigentlich ausnahmslos vorkommt, dass sie dann wiederum dadurch Standing gewonnen haben. Naja, das kann man wohl so unterstreichen, aber... Also es stimmt schon, die Titel halten die Leute in den Cards, also die halten in den Shows. Aber Cesaro ist ja auch so in den Shows. Also für ihn würde sich ja nichts ändern im Grunde. Ja. Also Cesaro ist ja, hat ja, ich sehe ja auch für Cesaro einen ähnlichen Weg wie Ziggler. Eventuell wird er irgendwann mal gepusht, weil er wirklich ein guter Wrestler ist, andere gut aussehen lässt. Aber ich glaube, wie ich auch bin, weil bei Ziggler nicht mehr glaube, aus diesen Leuten wird kein großer Star mehr. Einfach weil irgendjemand bei WWE es nicht versteht, wie man diese Leute einsetzen soll. Weil man sie nicht lässt. Zumindest nicht dauerhaft. Ja, da kommen wir ja gleich nochmal. Das ist ja immer so eine Frage. Ich glaube, wenn sie tatsächlich sehen würde, wie das funktioniert, dann würde man ihn ja auch vielleicht lassen. Ja, aber, ja, aber du brauchst halt deine Fürsprecher. Hat Ziggler eine Der guckt ja an, Curtis Axel. Ja, aber der hat die Ausstrahlung von der faulen Tomate. Redet ja, doch nicht immer durcheinander. Hat eine richtige Chance unterbricht mich doch nicht. Wann hat Ziggler eine richtige Chance gekriegt, sich als World Heavyweight Champion darzustellen? Seinen ersten Titel hat er gleich noch in derselben Nacht verloren. Und da hat er den auch nur überreicht gekriegt. Darum und den zweiten Titel hat er... Es geht darum, dass die Leute, die dort sitzen und was zu entscheiden haben, das entscheiden. Und wenn die das nicht sehen, wenn die nicht irgendwas in dir sehen, geht's gar nicht darum, welche Leistung du bringst. Natürlich, dann wirst du natürlich verbuckt. Darum geht's ja auch gar nicht. Fakt ist, Ziggler wird für mich kein Main Eventer mehr. Kein Main Eventer, mit dem man irgendwas vorhat. Es ist zu spät für mich. Bei ihm dauert's ja noch länger, als das damals schon bei John Morrison zum Beispiel gedauert hat. Noch wesentlich länger. Ziggler, über Jahre hinweg hat man ihn dann immer wieder fallen lassen. Ich glaube, das wird einfach nichts mehr. Weil irgendwann kannst du das den Leuten nicht mehr vermitteln, dass du aus jemandem, der dauernd den Job machst, nochmal einen Main-Eventer machst. Also einen Main-Eventer, für den sich die Leute interessieren. Du kannst ihm natürlich immer wieder den World Heavyweight Champion-Titel geben, aber ob du den Leuten damit vermitteln kannst, dass das jemand ist, wegen dem sie sich den Pay-Per-View kaufen kann, ich glaube. Ja, wenn es langsam konsequent passiert, könnte es noch funktionieren, aber daran habe ich mittlerweile auch den Glauben verloren, weil er nur eigentlich die Wahrheit ausgesprochen hat und deswegen jetzt schon wieder im Dockhaus sitzt, weil er hat ja lediglich gesagt, das Beste während seiner Verletzung war halt, dass er als World Champion nicht verlieren konnte. Also er hat das war halt unterschwellige Kritik, aber es war halt auch einfach nur ein Fakt. Du siehst einfach, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen abschweifen, du siehst einfach, wie die WWE so ein bisschen tickt. Wenn du Fürsprecher hast und die Leute dich mögen, jetzt mal abgesehen von Curtis Axel, aber ansonsten, wenn die Leute dich mögen, die Entscheidung, die dich nicht mögen, dann darfst du gewinnen. Dann darfst du auch als Heel gewinnen. Wenn die Fans dich lieben und du praktisch die Fans praktisch die Offiziellen zwingen, dich zu pushen, dann wirst du dargestellt wie der letzte Honk. Und genau das ist Ziggler passiert. Und genau das ist Daniel Bryan auch lange Zeit passiert. Guck dir an, wie Del Rio und Orton als Heels dargestellt werden. Orton gewinnt jetzt noch fast jedes Match clean. Als Heel. Weil er halt Randy Orton ist. Das würde einem Dolph Ziggler als Heel nicht im Traum passieren. Da könnte er ihm 10-mal den Titel geben. Weil Orton ist eben halt tatsächlich so ein bisschen so ein Corporate Guy, in dem sieht man was, trotz aller Skandale, was ich was nicht. Und in Ziggler sieht man das halt offenbar nicht. Und das macht dann am Ende den Unterschied. Gut, wollt dann... jetzt vielleicht wieder den Bezug zum eigentlichen Match suchen? Das ja, wer wird The Shield jetzt die Titel verteidigen oder nicht? Wir waren ein wenig weit weg. Also, wenn sie jetzt den Titel hier verlieren würden, ich wüsste nicht, das wäre ja auch schon wieder ein massiver Debusch, ich wüsste nicht, welchen Sinn das hat. Also ich glaube nicht, dass sie die Titel verlieren werden, aber ich weiß nicht. Also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, dass sie wirklich direkt wieder clean gewinnen werden. Also sollte man tatsächlich mit dem Team, was dann gewinnen wird, von dem ich nicht glaube, dass es Heels sein werden, weil als Opener, weiß ich nicht, für mich kommt das komische Heel gegen Heel-Paarung sowieso selten bei der WWE, dass dann bei Night of Champions vielleicht der Zeitpunkt wäre, dass man die halt erstmal, weiß ich nicht, dann greift Ambrose ein oder sonst wie, durch Disqualifikation gewinnen lässt, um dann vielleicht schon für den nächsten Pay-Per-View schon wieder ein Titelmatch in der Hand zu haben, was man nicht erst großartig durch ein Pre-Show-Match ermitteln muss.
Aber ja, The Shield verteidigen die Titel, sage ich. Jetzt darfst du, Ja, KM. ich denke auch, dass alles dafür spricht, dass The Shield verteidigen. Man könnte zwar theoretisch sagen, dass sie den Titel verlieren, damit sie noch mehr als Handlanger von Triple H dastehen, aber damit rechne ich eigentlich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Ja, man könnte es jetzt so booken, dass, keine Ahnung, dass Daniel Bryan oder Ja, Cody das da. Rhodes oder Big Show rauskommt und dafür Ach sorgen, dass Shield so. die Titel verlieren. Ja, Als wahrscheinlich Big Denkzettel Show an und Triple Mark H. Henry dann aber. Ja, Big Show, da kommen wir nachher noch Der mit. nimmt dann wahrscheinlich auch noch die ganzen 10 Leute vom Tag Team Turmoil Match auseinander, weil Triple H es ihm befiehlt. Aber gut, haben wir uns entschieden, The Shield wird Titel verteidigen. Dann kommen wir zu einem Match, was jetzt auf WWE.com noch nicht bestätigt wurde, aber es deutet sich zumindest an und es war in allen vorherigen Cards irgendwie zu lesen. Also Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler um den United States Championship. Wir haben schon viel über die Mid-Card Championships geredet, gerade auch über Dolph Ziggler's aktuelles herausragendes Standing. Aber es könnte doch ein ganz nettes Match werden, falls es stattfindet. Ja, im Grunde genau wie das Pre-Show-Match. Also wer letztendlich gewinnt, ist mir vollkommen boogie. Mir ist die Storyline, die es nicht gibt, vollkommen boogie. Aber ich glaube, das kann ein richtig ordentliches Match werden, wenn man ein bisschen Zeit gibt. Also, ich bin zwar generell ein ganz großer Ambrose-Fan, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit so, ich habe immer, keine Ahnung, auch wenn wir jetzt gerade schon bei SmackDown waren und eigentlich gesagt haben, dass es vielleicht nicht mehr so die tollste Show ist, wenn ich mir da halt jetzt schon wieder ein Main Event durchgelesen habe, ja, boah, letzte Woche war das, glaube ich, gegen Ambrose, Bryan gegen Ambrose, wo jeder gesagt hat, boah, bestimmt ein krasses Match, wie auch immer. So toll war es dann am Ende doch nicht. Und auch Ambrose bisherige Matches, keine Ahnung, irgendwie. Irgendwas stört mich da immer. Also, es wird nie das Match, was ich mir erhofft habe. Und ich weiß nicht, ob sein Stil vielleicht irgendwie abgeändert und zensiert Ambrose wurde war oder aber so. doch nie der Gott im Ring. Ambrose Ja, war bei weiß ich CZW, nicht. der war Also, Hardcore-Wrestler zum großen Teil. ja, vielleicht ja auch deshalb, aber ich erwarte mir kein Weltklasse-Match zwischen den beiden. Also, wenn Ambrose viel einsteckt und dann am Ende doch irgendwie gewinnt, vielleicht das ganze Match, aber weiß ich nicht. Ich denke Da nicht, habe dass. ich tatsächlich ein bisschen eine konträre Meinung. Also mir gefällt auch Ambrose Stil. Und ich bin der Meinung, dass die großen Six-Man-Tag-Team-Matches mit The Shield und auch zum Beispiel eben jetzt das Tag-Team-Match gegen die Usos und so, das waren alles richtig klasse Matches, wo Ambrose eigentlich für mein Dafürhalten auch immer eine gute Leistung gebracht hat. Und ich glaube, gegen jemanden, der auch wirklich gut im Ring ist, dann ich habe das Match gegen Bryan jetzt nicht gesehen, kann deshalb nicht allzu viel dazu sagen, aber jetzt rein von der Paarung eben gegen Ziggler, der auch dafür bekannt ist, oder wie wir alle wissen, dass er in Sachen Selling ein Gott ist. Also ich glaube schon, dass das ganz gut passen kann. Also Sowieso beide. Also es sind ja beide jetzt unabhängig davon, wie einem jetzt Ambrose im Moment im Ring gefällt. Ich wollte auch eigentlich nur sagen, dass ich mir nicht zu viel davon erhoffen möchte persönlich, aufgrund der letzten Ereignisse. Sind ja beide im Ring, also Weltklasse-Seller. Und weiß ich, vielleicht werden wir ja so ein kleines Duell sehen, wer die Lariat vom anderen mit einem noch einem zusätzlichen Salto verkaufen kann. Also Oder vor allem wer den Monkey Flip des Todes besser verkaufen kann oder so. bei Ambrose sind sie ja, was mir eben auch bei The Shield generell gefällt, vielleicht bei Reigns nicht so unbedingt, das ist halt ein typisches Powerhouse, aber bei Rollins und auch Ambrose, dass man Moves sieht, die man jahrelang bei WWE nicht gesehen hat. Also zum Beispiel, okay, den zeigt jetzt Bryan auch ab und zu mal wieder, diesen Top-Rope Belly-to-Belly Suplex oder und ist es nur hier dieser Crossface Chicken Wing, den es ja glaube ich seit Bob Backlund nicht mehr gab. Und sowas kann mich dann schon ein bisschen begeistern, wenn man eben halt mal ein bisschen aus diesem WWE-Standard-Move-Alltagstrott ausbricht. Also die Spoilerquellen haben auch gesagt, dass das Match bei SmackDown, was ja via DQ endete, jetzt schon ordentlich war. Allerdings hatte derjenige, der halt die Spoiler übermittelt hat, so das Gefühl gehabt, dass sich beide arg zurückhalten mussten. Also da steckt wahrscheinlich viel Potenzial drin, aber ob sie es zeigen dürfen, ist da natürlich auch wieder so eine andere Sache, ne? Weil wenn sie wirklich mal alles raushauen, dann stehlen die jedem auf der Karte die Show. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht das Match des Jahres wird, aber es wird ein, ich glaube, in einem, wie viele Matches sind jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube mal, dass man zumindest in der oberen Hälfte, wenn nicht zu sagen, sogar eins der zwei, drei Top-Matches wird auf dieser Karte. Vielleicht sogar das zweitbeste. Jetzt einfach mal anhand der restlichen Karte einfach. Ja. Die eher ja nicht so viel hergibt. Und sei es nur von Ja. der Einsetzung her. Mal abwarten. Also, es ist auf jeden Fall eins der Matches, wo ich mich
vom Wrestling-Standpunkt mehr drauf freue als auf den meisten. Wäre mit Ambrose sicherlich auch eigentlich eine nette Storyline drin gewesen. Ich finde sowieso, dass man vor allem Ambrose völlig unter Wert verkauft bei The Shield so generell. Ja, natürlich, weil er seine Stärken auch am Mic hat. Ja, also, genau, also wenn die mal in einem ihrer Videos gesprochen haben, mitmachen das ja eigentlich als Handlanger auf dem Triple H überhaupt nicht mehr, dann stach er sicherlich auch als der Beste am Mic hervor und auch generell seine ganze Psychologie, wie er auftritt, was das für ein kranker Typ in Anführungszeichen ist, das ist sicherlich schon eine ganz andere Ebene. Und man kann so viel damit machen, aber man macht halt dann leider nicht. Ich verstehe es vor allem auch nicht. Die Verbindung. Darf ich? Ja. Ich sehe sowieso die Verbindung mit Triple H und dem Shield als riesen Depus von The Shield an. Also ich persönlich jetzt, weil du... Ja, aber die sind jetzt nur noch die Handlanger. Normalerweise hätten sich Triple H auch irgendwelche Bodyguards engagieren können, die hätten das Gleiche machen können. Ja, vor allen Dingen macht das keinen Sinn. Die Shield haben, keine Ahnung, ein Jahr lang gegen, oder fast ein Jahr lang gegen die Ungerechtigkeit bei WWE gekämpft und jetzt schaut das Triple H an, was? Wie? Ja, da ging schon. Das ist jetzt wieder Wrestling-Logik, aber grundsätzlich waren sie ja auch, obwohl sie gegen die Ungerechtigkeit gekämpft haben, schon immer gekaufte Söldner von Paul Heyman zuerst und dann waren sie nur noch die Hounds of Justice. Aber man muss es jetzt unabhängig davon, dass ich euch bei den ganzen Logiken natürlich zustimme, davor sah es halt für sie auch nicht so toll aus, standing-mäßig. Man hatte die Geschichten gekannt, Seth Rollins hat einem unbekannten Allstar nicht die Hand gegeben und Roman Reigns hat das Offensichtliche gesagt, das ist ja schon, haben wir gerade bei Ziggler auch schon gehabt, nicht gut angekommen, dass Randy Orton halt in einem Match seine Gegner nicht besonders gut geschont hat und siehe da, plötzlich viel beschielt von dem Sieg im Six-Man-Tag-Team-Match über Sheamus, Ryback und John Cena zu, naja, den Usos. Also ich glaube, ich hatte es schon im früheren Podcast gesagt, dass eigentlich das eingesetzt hat, was einsetzen musste. Der Gewinn dieser Midcard-Titel war der Beginn des D-Pushes. Ja. Diese Titel sind eigentlich ein Graus, weil das bedeutet, dass du in der Undercard landest. Du bist zwar immer in den Shows, okay, aber für dich gibt's im Grunde keine Storylines mehr und ja, du kannst halt über die Matches kommen, aber es ist wirklich der Anfang vom Ende eines Pushes, so einen Titel zu gewinnen. Angeblich. Weil die Frage ist, was gewesen wäre, wenn sie jetzt nicht die Titel gehabt hätten, ne? Ob die da jetzt dann viel besser dargestellt hätten, ja, klar. Ist wieder eine Frage. Dann hätte man wahrscheinlich endlich mal die Story auflösen können, warum sie überhaupt da sind. Ja. Naja. Aber angeblich soll ja Randy Orton jetzt ein positives Wort wieder für die eingelegt haben. Wahrscheinlich sind sie ihm relativ tief hinten reingekrochen. Anders kann ich es mir dann auch nicht wirklich ganz vorstellen, aber ja, halt also sie sind auf dem absteigenden Ast, das muss man schon feststellen. Und die Sache, warum sie jetzt von jetzt auf gleich vor allen Dingen ohne irgendein Segment oder irgendwie als Handlanger von Triple H agieren, das hat man halt wirklich bescheiden gelöst. Wenn zumindest mal Backstage man irgendwie gesehen hätte, wie Triple H jetzt sagt, hier, ihr macht jetzt meine Bodyguards oder ihr könnt euch neue Jobs suchen oder was auch immer, so bescheuert es auch gewesen wäre. Zumindest hätte man eine Erklärung gehabt. So einfach nur, die stehen dann da und machen es einfach. Wenn Triple H wenigstens jetzt zum Beispiel beim Tag Team Match, wenn das jetzt bei Night of Champions ist, wenn er da jetzt zum Beispiel für The Shield eingreifen würde oder irgendwie irgendwas da machen würde mit dem Referee oder so, dann wird man ja zumindest sehen, dass Triple H sich auch um die kümmert. Aber wenn er die jetzt nur so als Handlanger einstellt, dann wirkt das alles halt wirklich, als wenn sie nur die Deppen sind, die gerade da standen und gebraucht werden. Also das finde ich nochmal schöner, wenn Triple H den das Match gewinnen müsste. Also das wäre in einer gewissen Weise, ich sehe, wie du das meinst, aber vom Standing her wird denen das sicherlich auch nicht helfen. Was ich halt bei den Midcard-Titeln das als ungünstig sehe, ist, dass egal wie sehr man vorher gepusht wurde, man muss diesen Titel ja auf der Ebene verteidigen, für die er gedacht ist. Das ist im optimistischen Sinne natürlich die Midcard, aber die gibt es halt in dem Sinne nicht. Midcard ist bei WWE halt World Heavyweight Championship oder also das ist halt eher Undercard auf der Ebene, auf der das verteidigt wird. Genau. Als vor ein paar Jahren The Miz halt den United States Championship hatte, hatte er parallel ja, glaube ich, auch noch den Money in the Bank Koffer. Das heißt, als er den Titel an Daniel Bryan abgetreten hat, hatte er zwar den Titel verloren erstmal und war den in gewisser Weise wieder los, aber der hatte ja eine Perspektive nach oben. Für den war gleich gesorgt, dass der dann sich halt in höhere Sphären begibt. Aber wenn du als Ende diesen Titel gewinnst und eigentlich auf dem aufsteigenden Ast, also gerade in Ambrose, allgemein The Shield, die hatten ja
Main-Eventer besiegt, richtige Main-Eventer. Die hatten John Cena halt, naja, also der war halt in den Match integriert, aber die hatten Ryback gepinnt. Das war, glaube ich, sein zweiter Pin damals nach diesem Streak. Die hätten direkt wesentlich höher eingesetzt werden können, auch als Individuen, als es dann letztendlich mit diesen Titeln hinausgelaufen ist. Wobei man sagen kann, dass er Mist jetzt, also das ist jetzt ein einzelnes Beispiel, man braucht aber keinen Koffer. Man kann, hat auch oft genug schon gehabt, dass der US Championship oder Intercontinental Championship Sprungbrett quasi dafür galt, dass man dann darauf in die Chance im Main Event hatte. Das war aber schon lange her. Wann war das? Das war das letzte Mal eigentlich, ich glaube, ungefähr noch damals Cody Rhodes, der seinen Titel mal abgegeben hat und dann einen Title Shot direkt eine Show später gekriegt hat. Und bei Dolph Ziggler aber wirklich etabliert hat die Leute auch. Ja. Da muss man ja auch sagen, so ein Title Shot ist die eine Sache, aber dann tatsächlich einen richtigen Push zu bekommen, ist eine andere Sache. Ja, es gab dann halt eine Fehde. Gehen wir mal durch. Ne? Ambrose ist zurzeit Kingston nicht, Cesaro nicht, Marella nicht. Swagger, der hat seinen Titel lange davor verloren, bevor er gepusht wurde. Ryder nicht. Davor war es Ziggler. Ziggler, nee, der hat ihn aber verloren im Juni 2011. Da wurde er auch lange nicht gepusht. Davor Kingston nicht. Davor Sheamus nicht. Davor Bryan, das war im September 2010, hat er den Titel verloren. Auch nicht. Davor The Miz. Am 14.06.2010, ja, The Miz vielleicht noch am ehesten. Der hat seinen Titel verloren und einen Monat später ist er WWE-Champion. Also man kann ja sogar den Titel aufwerten und nichts dafür bekommen. Also gerade wenn wir so Cody Rhodes nehmen als Intercontinental Champion, das war sicherlich eine der besten Regentschaften der letzten Jahre, also da mit seiner dieser Maske halt, ich kann es gar nicht aussprechen, die er getragen hat, wo er gegen Randy Orton gefehdet hat. Da war der Titel zwar halt nicht im Spiel, so dass Orton ihn gewinnen könnte, aber trotzdem war Orton immer noch ein Upper-Kader zu der damaligen Zeit. Und der hat sich in Sphären bewegt, wo jetzt gerade Curtis Axel, ja, wo sie ihn haben möchten. Aber ja. er hat halt gar nicht das Standing, was ihn da eigentlich würde. Und es bringt dann einfach nichts. Also man kann nicht sagen, okay, du hast jetzt mit Titel gewonnen, jetzt bist du bereit für, keine Ahnung, die WWE Championship. Das ist halt einfach nicht mehr so. Und es hält einen einfach am Boden. Man könnte schon, man müsste diese Leute dann halt, also wo jetzt Cesaro den Titel verloren hatte, hätte man ihn halt weiter konsequent pushen müssen. In die Uppercard pushen müssen, genau. Und Cesaro war ja auch dominant als US Champion, also der hatte ja durchaus. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann. Ja, ja. Der hatte beeindruckende Matches da gewonnen, also hart umkämpft und gegen Kali hat er damals doch auch gewonnen, wo er dann tatsächlich doch den Finisher gezeigt hat, wo jeder gerade voll auf der Welle war, boah, der ist total stark und der hat richtig Kraft und so. Und danach war eigentlich war es ein bisschen ähnlich wie bei Daniel Bryan damals. Der hatte auch eine lange Regentschaft hinter sich. Und danach ist er erstmal ins gar nichts gefallen. Dann hat er wieder den Money in the Bank Koffer gewonnen. Und bei Cesaro ist es jetzt halt gerade mit den Real Americans. Dann war der bei Sepp Coulter. Man dachte, aha, jetzt geht's aufwärts, weil der gerade Jack Swagger hatte. Der war gerade Number One Contender. Aber jetzt ist es ja wieder nichts. Man muss ganz klar sagen, also dieser, vor allen Dingen der IC-Titel und auch der US-Titel und dann aber eher bei WCW damals noch. Die waren mal richtig viel wert, aber das Problem ist halt, es gibt zu viele Titel mittlerweile. Es gab Zeiten in den 90er Jahren oder auch in den späten 90er Jahren, bevor dann auch in der Attitude-Ära auch so ein Überfluss an Titeln dazu kam, den European Title und so weiter und so fort. Gab es mal Zeiten, als der IC-Titel, der war mehr wert als der heutige World Heavyweight Championship. Es hat richtig was bedeutet, diesen Titel zu halten. Und da war es tatsächlich auch ein Zeichen, dass du dann irgendwann in den Main Event kommst. Bret Hart, Shawn Michaels und so weiter und so fort. Aber diese Zeiten sind wirklich lange, lange vorbei. Also, dass du das ganz sicher als Sprung nehmen darfst. Also, ich glaube, damals hat kaum einer den Titel gewonnen, der dann später nicht noch irgendwie weitergepusht wurde. Razor Ramon, okay, da war nie World Champion, aber aus dem ist auch was geworden. Mr. Perfect, naja. Aber das hatte meistens noch andere Gründe, warum sie dann nicht weitergepusht wurden oder warum das nie weiterging dann. Wobei man ja sagen muss, eigentlich bräuchte man nur den World Heavyweight Championship einstampfen, die anderen könnte man so stehen lassen, das wäre relativ gut aufgeteilt. Aber ich denke mal, wir sollten langsam mal ein bisschen weitergehen, oder? Ich wollte jetzt eigentlich gerade wieder den Bogen zu Ziggler, also dem Number One Contender in Anführungszeichen machen und darauf hinausgehen, dass gerade die US Championship ja auch eigentlich immer so eine Etappe war, wenn es für Main-Evente abwärts ging. Das habe ich gerade mir eingefallen. Zum Beispiel Sheamus war ja auch Main-Event, fiel dann plötzlich runter, weil irgendein Offizieller ihn nicht mehr mochte und gewann dann gegen Daniel Bryan die US Championship. Jack Swagger, World Heavyweight Champion, war backstage arrogant, ist auch wieder in der Gunst gesunken
und gewann dann, glaube ich, von Zack Ryder die US Championship. Und jetzt steht Ziggler gegen Ambrose und war gerade World Heavyweight Champion. Ich sage nicht, dass er gewinnen muss, aber ich finde es trotzdem lustig, wie man das in Anführungszeichen dann diesen Fall ein bisschen abfedert, um es nicht ganz so offensichtlich zu machen, dass man die Leute nicht mehr leiden kann. Und um dein Beispiel noch voranzutreiben, Ziggler hat ja damals, bei SmackDown kurz vor Main Event Sprung, hat ja den Titel, den World Heavyweight Championship kurz gehabt. Und ist dann ja auch dann bei Raw, ist er dann auch irgendwann US-Champion geworden. Ja, stimmt, gegen Kingston zum tausendsten Mal. Genau. Ja, also ich hoffe, dass er ihn nicht gewinnen wird, den Titel, um Himmels Willen. Das wäre nun wirklich. Ja, wir haben ja gerade besprochen, warum das für ihn nicht gut wäre. Gut, dann noch irgendwas zu dem Match oder Shield, Ziggler, bla bla bla, oder sollen wir mal weitergehen? Okay.